Ramona, im Super-G noch Zuschauerin, morgen in der Abfahrt ist es soweit, erster WM-Start, wie groß ist die Vorfreude bei dir? Ja, riesengroß, ich bin jetzt schon Wochen da und habe eigentlich noch nicht viel zum Tun gehabt, aber ich habe mich gut akklimatisiert und habe mich richtig gefreut, heute schon aufs Training und natürlich freue ich mich da morgen auf meinen ersten Start da. Wie groß ist die Erleichterung, dass es gereicht hat, dass du morgen dabei bist? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt im Training schon wieder gut gefühlt und habe eigentlich keine Bedenken gehabt, dass das nicht passt für morgen. Und von dem her bin ich natürlich schon froh, dass mir es auch so gelungen ist, aber es war jetzt heute für mich nicht eine Riesenanspannung dabei. Du hast eine sehr schwierige Speed-Saison hinter dir, wenn man das jetzt mit dem letzten Jahr vergleicht. Hast du die Gründe dafür schon gefunden, dass es heuer besonders im Riesendorlauf so gut läuft und in Speedrennen vielleicht noch nicht so, du noch nicht dort bist, wo du vielleicht hin möchtest? Ja, also ich muss sagen, es hat eigentlich sehr gut angefangen in Val d'Isère in der Abfahrt mit dem 6. Platz. Das war meine beste Platzierung seit die 2 Siege da. Und ja, es war dann ein bisschen der Hund begraben. Wir haben jetzt die 2 Wochen Training gut genützt und habe da sehr viel noch tüfteln können, auch Material, und habe dann doch wieder eine Sicherheit gefunden, ein Vertrauen gefunden und fühle mich viel wohler, und dann kann man auch gleich wieder früh angreifen. Cortina ist sicher ein Ort, der dir liegt. Du hast hier schon gewonnen. Wie positiv war die Rückkehr hierher? Wie sehr hast du dich gefreut auf die Tofana? Ja, sehr. Also natürlich, ich bin schon vor meinen 2 Siege sehr, sehr gern da hergekommen. Also es ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken im World Cup. Und wenn man dann da seine 2 Weltcup-Siege feiern darf, dann ist das gleich noch viel schöner. Und mir ist schon bei der Anreise ein bisschen das Herz aufgegangen. Ich habe mich schon irrsinnig gefreut auf die WM. Und ja, wenn man dann auch noch so ein cooles Gefühl hat, da war die Strecken ist wirklich super präpariert gewesen heuer, da geht das Abfahrerherz auf. Wie lautet dein Ziel für die morgige WM-Abfahrt? Ja, bei einer WM, da gibt es noch ein Ziel, da zählen die Medaillen. Natürlich sind wir da, damit wir da vorne mitfahren, und man kann nur sich auf das verlassen, was man kann. Einen guten Schwung an den anderen rein, so viel wie möglich in der Hocke fahren. Und die anderen kann man dann eh nicht beeinflussen. Und ja, das wäre schon ein sehr großer Traum von mir, dass ich mir den mal verwirklichen kann. Du hast schon angesprochen, in der ersten Woche noch nicht so viel los gewesen bei dir. Wie sieht es aus in der zweiten? Welche WM-Starts hast du alle eingeplant, außer die Abfahrt morgen? Ja, am Montag ist ja dann gleich die Superkombi. Es ist nur ein Tag rennfrei dazwischen. Den werden wir sicher auch für Slalom-Training nutzen, und dann gegen Ende hin werde ich den Riesendorlauf noch bestreiten. Parallelrennen sind dementsprechend kein Thema, bitte. Es ist ein sehr enges Programm und man muss sich dann doch auf das besinnen, wo vielleicht eine Chance besteht, dass man ja, gut performt. Und im Parallel bin ich doch ja, in der WCSL auch weiter hinten, es qualifizieren sie immer nur 8 pro Lauf. Es wird doch sehr zart, denke ich, und ich würde mich da lieber auf den Riesendorlauf noch vorbereiten.